Ja, hallo und ganz herzlich willkommen. Ich spiele wieder eine neue Runde 60 Seconds und wie immer machen wir das natürlich ganz schnell, dass wir ins Spiel einsteigen und zwar mit dem vollen Programm. Wir sehen schon, es wird mal wieder Zeit. Wir haben 60 Sekunden, alles einzusammeln, was es gibt. Da stehen die Kinderchen da, es gibt's. Okay, also ich fange mit der Taschenlampe an und es geht gleich los. Achtung und los geht's. So, Taschenlampe kommt mit. Wir nehmen diesmal sie mit. Und dann sind wir leider auch schon voll. Okay, die also rein. Na dann, komm, hier essen. Noch mehr essen. Ganz viel essen und das Radio. Gut. So, rein. Ein bisschen was zu trinken nehme ich auch mit. Hier gibt es hoffentlich Essen, aber leider nicht zu trinken. Jetzt werden wir uns mal um die Familie kümmern. Trinken. Jupp. Haben wir. Okay. Das haben wir. Da ist die Gasmaske. Gewehr. Nehmen wir auch noch mit. Schmeißen wir rein. Ich hoffe, dass ich hier noch meinen Jungen greifen kann. Okay, das wird sowas... Verdammt. Okay, die Runde lief nicht gut. Ich hatte gehofft, dass er noch hinten ankommt, aber wir haben ihn verloren und den Jungen haben wir verloren. Also deswegen, ich wette mit euch, das wird eine ganz kurze Runde. Und wir sind... Was? Wir sind am Ende? Wieso sind wir am Ende? Ihr seid gestorben. Aha. Okay, das machen wir nochmal. Ich wusste gar nicht, dass Ted überleben muss, ansonsten stirbt man wohl. Na gut. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde 60 Seconds. Die Uhr tickt bereits, Timmy sitzt vor uns, das Schloss ist auch greifbar nahe, nehme ich mit. Nehmen wir ihn noch mit und dann nehmen wir hier die Karten noch mit auf zum Bunker. Schmeißen wir rein, Dolores, komm Schatz, ich nehme dich mit. Ich nehme hier ein bisschen was zu essen mit. Kehre zurück zum Bunker und natürlich nehmen wir da hinten auch noch Essen, trinken, essen. Radio? Nein, Radio ist das nicht. Medizin. Ja, scheiße. Medizin kann ich nicht mitnehmen, weil es zwei Punkte einnimmt. Da, komm, hier rum. Rum. Okay. So. Gasmaske. Und ich würde ganz gerne mal auch sie hier retten. Wir haben's. Wir haben die ganze Familie gerettet. Leider haben wir momentan noch keine Sache wie das Radio oder sowas. Und ich sehe jetzt auch nirgendwo, wir können hier noch das Insektenspray. Und das Radio muss doch hier um die Ecke stehen. Ja, Radio, komm her. Okay, und auf zum Bunker. Gut, besser wird's nicht. Wir haben leider keine Karte oder sonst wie was. Und damit sind wir wieder im Bunker. Tag 1. Ihr seht, die Familie ist vollständig, Wasser ist knapp, Dosen sind vorhanden und leider habe ich keine Karte retten können, aber ein wenig was haben wir. Und damit heiße ich euch nochmal ganz herzlich zu einer neuen Runde, ist eigentlich die zweite Runde 60 Seconds, willkommen und ich bin schon gespannt, ob ich es diesmal wieder schaffe, dass die Familie überlebt. Tag 1. Wir haben im letzten Moment die Bunkertür geschlossen. Danach kam es zu einer Explosion und wir hatten Glück. Es wird klappen, wir sind alle am Leben und können zusammen weitermachen. Wir haben gehört, dass die Dose Suppe schmackhaft und nahrhaft ist. Wir können uns nicht mehr daran erinnern, diese Gegenstände in den Bunker irgendwann gelassen zu haben, aber wir werden uns mit Sicherheit nicht darüber beschweren. Wir hätten hier sowieso etwas hamstern sollen. Wir haben eine Axt.
Die Regale unseres Bunkers sind ebenfalls gut gefüllt mit Dosen. Wir werden von den Dosen essen, wir werden auf ihnen schlafen und wir werden mit ihnen sprechen. Manche machen das von uns schon und es gibt kaum genug Wasser. Ja, das müssen wir strikt rationieren. Und wir haben nie zuvor einen so gut ausgestatteten Bunker gesehen. Eigentlich haben wir noch nie einen Bunker gesehen, aber das ist auch egal. So, Sie wollen nichts essen, nichts trinken, aber hier, ihr Narren, ihr habt alles in die Luft gesprengt. Alles geht zum Teufel. Genau das hätten wir unseren Nachbarn sagen sollen, als die vor einem Jahr den Grill in die Luft gejagt haben. Das habe ich schon in der letzten Aufnahmesession vorgelesen, deswegen werde ich das mal ein wenig abkürzen. Und wir haben schöne Erinnerungen an damals gehabt, aber das ist jetzt auch vollkommen egal. Mary Jane ist nicht besorgt, das ist unsere Tochter, die beim letzten Mal in der letzten Aufnahmesession nicht dabei war, aber es geht ihr halbwegs gut. Timmy ist ein starker Junge, der kommt mit allem zurecht. Dolores, naja, die würde was sagen, wenn es was zu sagen gäbe. Und Ted hat keine Probleme. So, natürlich werden wir gleich mal eine Expedition starten. Und jetzt geht schon los, ich bräuchte die Karte. Wir haben heute merkwürdigen Besuch gehabt. Einer von den Besuchern hat versucht, das Geräusch eines galoppierenden Pferdes nachzuahmen, indem er zwei Steine gegeneinander geschlagen hat, während sein Gefährte so tat, als ob er ritte. Sie behaupteten, auf einer sehr wichtigen Suche nach irgendeinem magischen Kelch zu sein. Sie haben sich nur in dem Ödland verlaufen. Sie haben uns darum gebeten, auf unsere Landkarte kurz schauen zu dürfen, um zu wissen, wo sie sind. Würden wir ihnen gerne gestatten, wir haben leider keine Landkarte, deswegen können wir ihnen da nicht behilflich sein. Tag 3. Das Wetter wird immer unangenehmer draußen und im Bunker wird es langsam stickig. Naja, obwohl wir versucht haben, höflich abzulehnen, waren die Gäste sichtlich beleidigt. Als sie weggaloppierten, Ritter der Kokosnuss lassen grüßen, haben sie ihre Holzschwerter geschwungen und etwas über Schneiden der Büsche geschrien. Total verrückt. Naja, Mary Jane ist durstig. Sie will was trinken. Genau wie der Timmy, Dolores ebenfalls und auch Ted. Und jetzt geht's los, dass wir natürlich bei 4 Leuten sehr, sehr viel Wasser brauchen. Und wir schicken jemanden raus, natürlich die liebe Dolores. Sie könnte irgendwas mitnehmen. Und irgendwas ist in dem Fall mal die Gasmaske, damit sie oben besser überlebt. Tag 4. Mary Jane ist nicht besorgt. Oder zumindest zeigt sie es nicht. Timmy ist dagegen brav. Die Frage ist, wie lange das durchhält oder er das durchhält. Und Dolores ist weg. Ted, geht es dagegen? Hervorragend. Na super. Keine Reserven. Die sind alle wirklich noch topfit. Was zum Teufel? Gerade haben wir uns daran erinnert, dass wir in 2 Monaten eine Reise in den Süden geplant haben. Wenn dort noch nicht alles zerstört wurde, dann ist der Ausflug immer noch aktuell. Oder etwa nicht? Naja, wir haben nicht den Eindruck, dass jemand die wärmeren Länder bombardieren wollte. Möglich, aber ich glaube ehrlich gesagt, bei so einer Riesenkatastrophe können wir den Urlaub mal getrost in die Tonne treten. Besonders weil, naja, ich sag mal, die Fluglinien werden nicht mehr so aktiv sein, wo wir hier wohnen. Naja, Tag 5. Vielleicht sollen wir uns mit der Planung der Ausflüge oder der Umzüge zu befassen, nachdem es uns gelungen ist, diesen Ort zu verlassen. Ja, das sollten wir wirklich erst machen, wenn wir dann eben hier raus sind. Mary Jane ist gut gelaunt, Timmy ist okay. Und Ted? Naja, der macht wie immer gar nichts Besonderes. Hunger haben sie nicht und es ist nicht leicht, unter solchen Umständen Ruhe zu bewahren. Lasst uns hoffen, dass wir es schaffen werden. Weil sonst, naja, werden wir uns wohl wie Wölfe verhalten und gegenseitig zerfleischen. Nur so unter uns. Ich glaube, dieser Timmy da, der hat doch was vor. So wie der an die Wand starrt, das kann doch nicht normal sein. Naja, dann würde halt das Gesetz des Dschungels gelten. Tag 6. Dolores ist immer noch nicht zurück.
und wir versuchen mit aller Kraft Ruhe zu bewahren. Diese Situation ist sehr außergewöhnlich und vermutlich gelingt es uns niemals, sich an das Leben in dem Bunker zu gewöhnen. Wir hoffen, dass Hilfe schon bald unterwegs ist. Mary Jane braucht was zu trinken, Timmy braucht auch was zu trinken und Ted braucht ebenfalls. Sie haben zwar keinen Hunger, aber sie haben Durst und bald haben wir Probleme. Und hier haben wir noch was Überraschendes. Das Letzte, was man erwartet, wenn man in einem Atombunker sitzt, ist eine Trompete. Auf dieser Trompete spielte jemand, der eindeutig kein Trompeter war. Mehr noch, der niemals einen Trompeter spielen gehört hat. Er ist mit einem Freund gekommen, hat an der Tür geklopft und wollte, dass wir die fröhlichen Gefährten reinlassen. Dass sie den Reichen nehmen und den Armen geben können. Sollen wir sie reinlassen? Nun, wir sind ja relativ reich, was Zusatzsachen gibt wie Medizin, Schloss, Axt, Radio und so weiter. Aber es fehlt an Grundnahrungsmitteln wie Wasser. Deswegen, ich hoffe, dass die uns irgendwas geben können, wenn sie uns nicht gleich abschlachten bzw. ausrauben. Was sie getan haben. Die Medizin fehlt. Diese fröhlichen Gefährten waren nicht ganz fröhlich. So. Sie haben uns gesagt, wir seien reich und deshalb sollten wir unseren Besitz mit verbliebenen 99% der Überlebenden teilen. Sie haben sich ein paar Sachen geschnappt und sind weggegangen. Wir konnten nichts tun, um sie zu stoppen. Ihre grünen Kleider waren hypnotisierend. Uns fehlt jetzt das Insektenspray und die Medizin. Mary Jane will was essen und Timmy sieht vielleicht nicht so aus, aber er ist ein starker Junge, er kommt zurecht. Ted braucht auch ein wenig Suppe. Wir sind auf die Idee gekommen, unsere eigenen Bunker-Theatergruppe zu gründen. Sie heißt Donnerkuppel. Den Rest des Tages haben wir damit verbracht, ein Drehbuch des Stücks zu schreiben. Wir haben natürlich dabei gestritten und wir haben entschieden, etwas Einfaches und Lockeres aufzuführen. Und Dolores ist zurück. Um uns zu entspannen, haben wir angefangen, Szenen aus unseren Lieblingsfilmen aufzuführen. Aus irgendeinem Grund haben wir nur diese Filme ausgewählt, in dem Humphrey Bogart mitgespielt hat. Naja. Wir haben uns sehr gefreut, dass Dolores wieder da ist, die Gasmaske ist unversehrt zurückgekehrt und wir haben nach Hause eine Gruppe von seltsam aussehenden Menschen mitgebracht. Sie haben fest und steif behauptet, dass sie Zauberer seien und haben uns verschiedene nützliche Vorräte für ein paar ungewöhnliche Nippes angeboten. Nachdem wir uns ihre Bitten angehört haben, haben wir beschlossen, einen Blick auf unseren bescheidenen Besitz zu werfen. Mary Jane ist nicht besorgt, oder? Zumindest zeigt sie es nicht. Timmy will jetzt mal was essen und Dolores hat seit langem nichts gegessen. Sie ist auch müde. Ja, Ted, dem geht's gut. So, Suppe haben wir ja noch. Und klingel, klingel. Wir haben gedacht, dass wir nie wieder ein Telefonklingeln hören, aber da draußen klingelt ein Telefon. Wir schicken mal Mary Jane. Gut, und eigentlich wundert mich, dass wir gerade nichts bekommen haben, obwohl das da ja eigentlich stand, aber egal. Wir sind ans Telefon gegangen und ein erleichterter Aufatmen der Anrufer war zu hören. Sie haben sich als die Überlebenden aus der Nachbarstadt Hill Valley vorgestellt, das kennen wir schon. Und dann war die Leitung plötzlich tot. Hoffentlich melden sie sich irgendwann wieder. Wir freuen uns sehr. Als wir die Tür des Bunkers öffneten, Mary Jane war wieder da. Yippie! Unter diesen Umständen sind alle ruhigen Tage Gold wert. Zum Glück hat heute Mary Jane nichts Neues erlebt. Sie war nur kurz am Telefon. So, Timmy braucht was zu trinken. Dolores will wieder was essen und Ted will auch was trinken. Eieiei. Das mit dem Wasser wird langsam knapp. Natürlich brauchen wir wieder eine Expedition. Und hier steht, was für ein freudiger Moment in diesem Meer der Verzweiflung. Timmy feiert heute seinen Geburtstag. Genau wie im letzten Jahr.
Was für eine Überraschung. Ebenfalls genau wie im letzten Jahr haben wir bis zur letzten Minute mit dem Geschenk gewartet. Aber unsere Möglichkeiten, eins zu besorgen, sind hier im Bunker sehr eingeschränkt. Was schenken wir ihm denn dieses Jahr? Das Einzige, was wir schenken können, ist ein Damenspiel. Er wird sich darüber freuen, obwohl es schon die ganze Zeit vor ihm lag. Tag 10. In der Zeit unserer fieberhaften Evakuierung haben wir es kaum geschafft, irgendetwas mitzunehmen. Und es hat sich herausgestellt, dass in dem Damenspiel die Hälfte der Spielsteine fehlte. Wenn man aber danach urteilen würde, wie viel Spaß Timmy dabei hat, dann ist die Hälfte des Damenspiels sowieso kein schlechtes Spiel. Unter diesen Umständen sind alle ruhigen Tage Gold wert. Mary Jane hat immer noch nichts erlebt. Timmy ist brav. Die Frage ist, wie lange er noch brav ist. Dolores hat seit langem nichts mehr gegessen. Sie muss was trinken. Und Ted geht es gut. So. Ich schicke mal Timmy raus, bevor der über sein Damenspiel irgendwie sich beschweren kann. Ne? Wir wollen ja, dass der Gute Wasser findet. Mary Jane braucht nämlich was zu trinken. Dolores braucht immer noch was zu essen. Und Ted geht es gut. So. Ich meine, Suppe haben wir immer noch genug, aber das Trinken. Unsere Informationen über die Außenwelt sind ziemlich eingeschränkt. Es wäre besser, ein bisschen mehr zu wissen. Wir hören ein wenig Radio. Tag 12. Wir haben es geschafft. Ein schwaches Signal wurde empfangen und unser Radio wurde auf eine Frequenz mit den Regierungsnachrichten eingestellt. Unglaublich! Endlich gute Nachrichten! Die radioaktive Verseuchung ist schwächer geworden und die Expeditionen an die Oberfläche werden viel sicherer. Unter diesen Umständen sind alle ruhigen Tage Gold wert. Mary Jane erlebt immer noch nichts. Wie könnte sie auch? Sie ist ja hier in diesem Bunker mehr oder weniger gefangen. Dolores geht es gut, aber sie hat noch nichts gefunden, worüber sie sich beklagen könnte. Und Ted braucht, wie könnte es sein, was zu trinken. Und jetzt haben wir kein Wasser mehr. Na toll. Und wir spielen etwas, damit wir von dem Wasserproblem mal abgelenkt werden. Und zwar wissen wir noch nicht genau, was wir spielen. Aber das werden wir gleich erfahren am Tag 13. Wir haben Tat oder Wahrheit gespielt. Aber als sich herausgestellt hat, dass wir nur nach der Wahrheit fragen und immer die Frage, essen wir heute was anderes als Tomatensuppe stellten, sind wir zum Schluss gekommen, dass dieses Spiel sinnlos ist. Naja, wir sind beeindruckt, wie gut Mary Jane zurechtkommt. Heute geht es ihr gut. Dolores braucht Wasser. Haben wir nicht. Ted knurrt im Argen. Das können wir machen. Ich hoffe, dass sie durchhält, wenn wir ihr Tomatensuppe geben. Das ist doch eigentlich auch flüssig. Aber okay. Wir haben schon über alles Mögliche gesprochen und niemand hat Lust, weiter zu reden. Deswegen werden wir mal das Radio einschalten, um die Selbstgespräche zu vermeiden. Tag 14. Ach, zum Glück haben wir das Radio mitgenommen. Wir können Musik hören. Sie spielen zwar irgendwelche Musik, die wir nicht kennen, aber das ist doch vollkommen egal. Naja, Mary Jane muss was trinken. Ohne Wasser wird sie in Dolores nicht mehr lange durchhalten. Nur Ted. Ted, dem geht's gut. Und ganz ehrlich, dann geben wir ihnen sicherheitshalber mal was zu essen, aber das wird leider nicht ausreichen. Und wir haben uns entschieden, nach draußen zu gehen, um zu prüfen, ob das Geschäft an der Ecke noch dasteht. Wir wollten schon den Bunker verlassen, als sich aus der Dunkelheit ein unmenschliches Knurren vernehmen ließ und ein paar Meter vor uns ein paar wilde Augen in der Dunkelheit geleuchtet haben. Wir hatten nur einen kurzen Moment Zeit, um die Entscheidung zu treffen, was wir machen sollen. Und wir haben nichts davon. Weder das Insektenspray, noch die Waffe, noch die Taschenlampe. Also kurzum, es geht weiter.
Tag 15. Vielleicht wären wir unter anderen Umständen bereiter gewesen, gegen die unbekannte, in der Dunkelheit lauernde Bestie zu kämpfen, aber aus irgendwelchen Gründen hatten wir keine Lust. Wir haben also angefangen, panisch zu schreien. Die Bestie war offensichtlich mehr erschrocken als wir und ist in Eile geflohen. Naja, Mary Jane fällt langsam aber sicher immer wieder in Ohnmacht, weil sie nichts zu trinken bekommen hat. Dolores geht's auch nicht gut und Ted braucht was zu trinken. Ist noch was. So, mit großer Sehnsucht erinnern wir uns alle an diese kleinen Sachen, die wir gemacht haben, als vom Himmel noch keine Bomben gefallen sind. Jedenfalls nicht auf unsere Köpfe. Tag 16. Dolores, du siehst nicht gut aus. Du siehst wirklich gar nicht gut aus. Ein bisschen abgemagert plötzlich. Wenn wir ein bisschen Wasser gehabt hätten, hätten wir es vermeiden können, dass Dolores letzte Nacht verdurstet ist. Und von dem, wie wir das heute gestalten, hängt unser Morgen ab. Lasst uns wenigstens ein wenig die Sache anstrengen. Nun gut, Mary Jane fällt immer noch in Ohnmacht und Ted sieht so aus, als ob er mit einem Bein im Grabe steht. Wir müssen für ihn unbedingt Wasser finden. Problem ist bloß, immer noch nicht. Und Timmy kommt auch nicht mehr zurück. Ja, ich befürchte, jetzt ist das Spiel wie so zu Ende. Weil wir haben Tag 17. Dolores ist tot, wollte ich sagen. Mary Jane scheint abgehauen zu sein. Genau. Timmy sollte schon längst da sein. Wir müssen das Schlimmste erwarten. Er wird wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen, das sehe ich auch so. Und Mary Jane ist ausgerastet, als sie erfahren hat, dass sie kein Wasser mehr bekommt. Sie ist aus dem Bunker gestürmt und hat gebrüllt, dass wir es bereuen werden und dass sie sowieso Wasser kriegt. Jetzt haben wir Angst um sie, aber auch sie wird nicht mehr zurückkommen und wir versuchen mit aller Kraft, die Ruhe zu bewahren. Aber das gelingt uns niemals, wenn Ted nicht bald Wasser kriegt, und das ist das Problem. Ich kann ihm nichts geben, wir haben nichts mehr, also kann ich zwar eine Expedition anfangen, wir haben ein Schloss, geht, aber er würde wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen. Na, wir gucken mal. Wer auch immer diesen Bunker entworfen hat, war zweifelsohne ein Genie, trotzdem sind wir uns nicht sicher, ob die grüne Schmiere auch was damit zu tun hat, die aus dem Rohr tropft. Wir gucken uns das mit einer Gasmaske an, wenn Ted bis morgen überlebt, was er nicht mehr tat. Es ist das Ende. Ha, das Problem ist Boom. Kein Loch, keine Unordnung. Zurück zu unserem kleinen sauren Bunker. Zu viele Tage ohne Wasser haben ihren Tribut gefordert. Ted ist verdurstet. Vielleicht ist es der beste Ort, an dem wir abkratzen könnten, vielleicht aber auch nicht. Wir haben 18 Tage in diesem Bunker verbracht und nicht überlebt. Und deswegen sind wir jetzt am Ende des Spiels. Ihr seid gestorben. Ja, und jetzt habt ihr mal gesehen, was passiert, wenn man so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Pech hat. Ich meine, bei der allerersten Aufnahme, die ich hier gemacht habe, habe ich ja so ein Schwein gehabt, dass ich so viel Rohstoffe und auch immer wieder Leute gefunden habe, die mir eben Sachen gebracht haben. Und naja, ich sag mal, hier ist es gerade wirklich schlecht gelaufen. Aber ich gebe nicht auf. Deswegen, ich mache jetzt hier gleich noch mal eine Runde. Also, da kenne ich jetzt gar nichts.